Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des 17. Multiplayer-Projekt mit Maurice, hallo. Hallöchen. Ja, weiter geht's. Weizen haben wir jetzt gerade mal gespult. Bisschen weniger Geld. Ja, wir werden uns dafür dann im Laufe der kommenden Folgen dann die Kühe zulegen. Was war jetzt Ballenpressen, ne? Oder? Ja, Ballenpressen, deswegen lege ich auch gerade Spott. Vorbereiten hier. Ja, als nächstes haben wir ja in den letzten Folgen schon angekündigt, hatten wir ja gesagt, komm Kühe. Ja, theoretisch unser Silage ist fertig, die Grasballen stehen dann noch. Ja. Jetzt fehlen theoretisch schon noch Strohballen und dann hätten wir es sogar schon. Ach nee, halt, wir brauchen das ganze Kuh-Equipment noch. Mischmaschinen und so weiter, den ganzen Kram, das kostet auch noch richtig Geld. Nur wenn es nicht ganz reicht, kaufen wir uns dann noch einen Kredit. Hoffen wir uns dann noch einen Kredit, alles klar. Dann müssen wir gleich mal gucken, was es noch allgemein Kuh noch so kostet. Der Kuh ist im Spiel nämlich nicht gerade billig. Spritzen, Dünger, Schlepper, Kipper, Ballade, Mehrwerke, Zetter, Schrader, Ladewagen, 8 Tiere. Genau. Den Wassertank, den haben wir, das heißt, zählt das auf jeden Fall. Oho, Geld wird weniger. Dann kommt das nochmal dazu. Noch mehr, also noch weniger meine ich. Und dann müssen wir uns ja gut den Brand, den zum Kühe abholen, den mieten wir uns ja gleich. Oder im Laufe der nächsten. Oh, einmal vernünftige Hupe. Jetzt hat Maurice die Hupe gefunden, jetzt hupt er uns den ganzen Tag die Ohren vor. Nein, natürlich nicht, ich sag nur. Mal vernünftige Hupe und ich weiß ein Babyscheiß da. Überhaupt nicht, Junge. Ja, ich fahr gerade Cockpit-Perspektive. Ich finde, der lädt ganz schön langsam ab. Korrekt. Gut. Stimme ich die Feuerung ganz zu. Jedenfalls etwas. Ja, ne? Das kann ich halt in meine Collectors Box wieder zusammenbasteln. Mach das. Meine liegt auch im Schrank. Ja, also ich habe bald. Also wenn noch mehr Spiele kommen sollen, habe ich ein kleines Platzproblem. Also vielleicht drei Freifischspielchen könnte ich vielleicht noch einbauen, dann wird es knapp. Dann musst du dir nicht so viele Spiele kaufen. Ja, wieso, ich spiele sie ja alle mehr oder weniger. Weil das Leben ist schwer. Ja, ja, Montagabend und wir nehmen auf. Hat auf eigentlich einen ganzen Montagabend nichts Besseres zu tun, hätten uns aufzunehmen. Genau. Aber das Gute ist, wir können jetzt immer schön für eine Woche mal aufnehmen. Es ist herrlich. Mhm. Na gut, obwohl wir diesmal ganz schön früh dran sind. Im Gegensatz zu sonst. Sonst nehmen wir meistens Donnerstag erst auf. Naja. Weil wir sind ja aber heute schon bei Montag. Wie fährst du denn? Ja, ey, ich fahr Cockpit-Perspektive, also geh mir auf. Da bist du ja nicht. Ja, ich fahr. Zeig dich ja keiner zu. Ich fahr aber gerade Cockpit.
Junge, 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 also die würde ich nie eigentlich anstellen, das ist klar. Doch vielleicht in der Werkstatt, aber. Mach's besser. Kann ich ja jetzt schlecht. Kannst du das schon mal deinen Abfahrwagen wieder bereit machen? Ah, bin schon dran. So besser. Ja. Gut. Also irgendwie ist das heute gerade nicht so gesprächig, oder? Nee, ja, ist Montag, ist nicht wahr. Ja. Ist ja noch nicht eine Woche wieder her, seitdem wir aufgenommen haben. Von daher ist das normal, ne? Nicht mal ansatzweise. Ja. Genau, von daher ist das dann das alle ganz entspannte Form, wo ihr euch mal die Maschinen besser angucken könnt heute mal. So. Also soundtechnisch. Das heißt, die ganze komplette Woche jetzt, die ihr gesehen habt, ist eigentlich mehr dazu da, euch die Maschinen anzugucken, die Landschaft, Natur. Nicht, und nicht das mal zu hören, was wir sprechen, denn das ist so viel geschnitten. Hast du ja vorne. Ja, leichte Tastenkombinationsschwierigkeiten gerade. Das, okay. Passiert. Im Sinne von H passiert, und V ja. Und G und ja. Und F und Z, ja, ja, ich verstehe. Das war gerade etwas komisch. Naja. Ich hab verstanden. Kurz nachdenken, welche Taste denn jetzt noch war. Oh. Gott, kurz nachdenken. 5 × 5, 7 × 2, 8 × 8, ne? Ja, ja. Ja, komm, ich also, erzähl doch jetzt die Story. Hast du gehört, die 1 Live Krone beginnt wieder? Ja, ich weiß, hab's schon mit. Hast du schon gewotet? Nope. Gut, ich auch noch. Doch, doch, für Ralf Rute, Medienbedürfnis. Achso, ja, gute Idee. Hab ich schon gewotet. Na dann. Sonst, ich hab nicht geguckt, wer, wenn, wie, für welchen Eck genau. Ich weiß gar nicht, was in YouTube dieses Mal vertreten ist. Ja, das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Kannst ja mal eben googeln. Ah, ist jetzt gerade schlecht. Machen wir gleich. Phaser Cockpit, Entschuldigung, nichts gesagt. Gut. Kannst du dein Abfahrmaschinchen schon mal wiederholen? Ja. 90, 98, 99. Puh. Boah, alles schon gelb jetzt. Leider nicht alles voll. Ah, der MF-Moment. Der Anhänger ist auch schon ein bisschen voll. Ja, ist jetzt gleich voll. Machen wir jetzt mit dem. Ja, jetzt mal voll. So, und fahr mal. Werde ich nicht mal mehr ganz leer. Ei, ei, ei.
Eieiei. So nur halb voll. Oder halb quer. Was ist das? Na, falsche Seite. Ich wollte schon die richtige Seite ansteuern. Mal abkippen. Ja, eine Maus. Junge, Junge, Junge. Boah, ja, ja, jetzt ich aber auch hier nicht mehr. Ah, schön durch den Korntank hinten abtanken, geil. Mhm. Nein. Mhm. Sieht nicht schlecht aus. Mhm. Bin schon wieder voll gespammt. Nee, nicht mein Herz. Nee, das ist nicht wichtig. Mir fällt kein WhatsApp. Wahnsinn. Jo, ist der nackte Wahnsinn, ist das du. Schon wiederkommen, Junge. Bis er jetzt. Nee, du bist noch nicht fertig. Ein Ründchen noch. Ja. So. Vor deinem Putt-Putt anhalten. Ne, kannst du jetzt bis zum Ende durchfahren, wird ja reichen. Fangen wir da ab. Halt, stopp. Na gut, fahren wir bis zum Ende durch. Ja, dazu ja mal meinen Aufsammelwagen schnappen. Ich meine, da direkt das andere fällt mit, wenn ich da schon mal in dem Dings drin sitze. Was war? Ich mach das andere Feld jetzt direkt mit. Ach so. Ja. Wenn wir da jetzt schon mal direkt drin sitzen. Und die Strohballen brauchen wir eh, egal wie viel, weil dann brauchen wir jetzt nicht jedes Mal ein Feld Stroh machen. Ja. So. Und wenn ich jetzt mal eben die beiden restlichen Waren eh mache, jetzt bist du auch wieder voll. Die Wahrscheinlichkeit besteht ja. So. Dann würde ich sagen, dass du gleich die Beine ansammeln, wenn wir mit Fällen fertig sind. Mhm. Und dann bringe ich den ganzen Weizen mal weg. Dann sind die Folgen ja auch schon weit fortgeschritten. Merkt das? Ich hab's schon gemerkt, deswegen drehe ich ja jetzt schon wieder um. Ja, ich hab nur in dem Moment, wo das war, ich Gas gegeben, deswegen bin ich dann aber erst weitergefahren. Sicher. Ja, ist so. Würde ich auch sagen. Naja, das sag ich dein. Würde ich auch sagen. Hallo, nimm mal mit das. Gute Gold.
Warst du wo? Gerade schon mal umgedruckt. Dann habe ich es wieder eingefahren. Ach ja, abmoderieren. Du darfst. Ach nee. Ja, soll ich? Okay. Also das war es auch mit der nächsten Folge vom Edessor. Wenn euch die Folge gefallen, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao und bye bye. Tschüss.